Und heute aus Siede. This theory about alien? Yes. Sehr job. Wenn jemand das tragen würde und an mir vorbeilaufen würde, würde ich denken, krass. Wow, riecht gut. Ich dachte, ich bin Afghane, das passt sehr gut so. Und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Fantastic. Ich bin Jasmin und heute aus Siede, leider ohne Lara, dafür mit meinem Bruder hinter der Kamera. Enjoy it. Tada! Ach ja, was drehen wir heute? Was drehen wir heute für ein Video, Kevin? Sehr job! Sehr job! Okay, geil! Okay, hi, wie heißt du? Tanzel. Okay, welches Parfüm benutzt du denn für den Urlaub? Ich habe ein Parfüm von meinem Freund geschenkt bekommen. Ja, ich weiß welche? Aber nicht, wie der heißt. Weißt du nicht? Nein. Sollen wir ihn fragen? Ja, wir können ihn gerne dazu holen. Ja, genau. Er befindet sich gerade da um die Ecke. Ein Applaus. Komm rein, komm rein. Hi. Wie hieß der Parfüm, was du mir geschenkt hast? C'est la vie. La vie est belle oder ja, c'est la vie? Nee, c'est la vie. C'est la vie, von welcher Marke ist das? Oh, gute Frage. Ich kenne mich mit Frauenparfüm nicht so gut aus. Aber das ist ein guter, doch. Ja. Ist der süß oder? Es ist so ein bisschen süßlich, fruchtig, glaube ich sogar ein bisschen, ja. Ja? Und magst du den doch? Ja, sehr süß. Sonst hätte ich das ja nicht ausgesucht. Ich weiß genau, dass du doch. Ach so, perfekt. Sehr guten Freund hast du. Okay, und was benutzt du für ein Parfüm? Black Afghano, richtig. Black Afghano. Empfehlenswert auf jeden Fall. Warum? Ich dachte, ich bin Afghane, das passt sehr gut zu meiner Herkunft, weißt du? Okay, aber warum ist es so empfehlenswert? Sehr, ja, sehr intensiv. Auf sehr intensiv, ja, ja. Sehr gute Wahl. Ja, ja, okay. Sehr gut, Dankeschön an euch zwei. Ja. Okay. Und du? Pascal. Hi, und woher kommt ihr? Aus Köln. Und jetzt seid ihr heute in Siede? Ja. Wie lange bleibt ihr noch? Bis morgen noch. Ach so, okay, ja. Gut. Okay, warum habe ich euch angesprochen? Ich wollte wissen, was benutzt ihr für ein Parfüm für den Urlaub? Also ich benutze eigentlich immer nur ein Parfüm, schon seit Jahren. Das ist dieses von Coco Chanel. Welches? Wie heißt es nochmal? Mademoiselle. Mademoiselle, ja. Okay. Aber das ist irgendwie, finde ich, jetzt in letzter Zeit so ein bisschen streng geworden. Jetzt habe ich eins zum Geburtstag bekommen von Gisada. Aha, das neue da. Frau, ja. Das ist in so einer Orange, ich weiß ja, nicht, genau. Wie es heißt. Ja, genau, so eine sehr stilvolle. Genau, sieht das, das ist für ja, so den klassisch. Sommer richtig geil. Perfekt, weil ja. Es, wie ist es, fruchtig? Ja, also einfach so total frisch, es ist nicht so stark, nicht so, es ist halt so ein richtiger Sommerduft, total ja. Fruchtig. Ja. Ja, okay, perfekt, sehr schön. Und du? Ich habe mitgenommen Dolce Gabbana, aber ich weiß nicht, wie das heißt. Weißt du nicht? Okay, das hast du für den Urlaub mitgenommen. Ja. Ist es mit einem blauen Deckel? Nee, schwarz. Schwarz? So eine dunkle. Intens. Schwarz. Kann sein, ne? Aber was auch geil ist, der hat auch einen von Gisada. Ach, das für Männer. Ja, und ja. Das ist richtig geil. Ja. Ich habe auch welche mitgebracht und zwar habe ich einmal dieses hier. Kennt ihr die Marke Xerjoff? Das sind so Nischendüfte, ne? Jetzt will ich mal wissen, wie das bei dir ankommt. Riech mal hier dran, ja? Wie riecht das für dich? Ich finde es gut. Für mich wäre es ein bisschen zu streng. Zu intensiv. Ja, zu intensiv, aber es nicht eigentlich. Riecht geil. Ja, also diese Düfte. Das wäre halt nur nichts für mich, aber an sich, wenn jemand das tragen würde und an mir vorbeilaufen würde, würde ich denken, wow, riecht gut. Ja, ja, und du, riechst du mal da dran? Nee. Ist nicht dein Ding? Okay. Diese Düfte kosten auch noch so viel. Ja. Da kosten 50 Milliliter einfach 180 Euro. Krass. Also ich finde, das ist viel. Aber das Gisada ist auch nicht günstig. Ich weiß, ich hab's nicht. Ach ja, du hast es ja. Aber ist es nicht, ne? Hier, riech mal das. Kannst du dir auch, wenn es dir gefällt, aufsprühen. Das wäre für mich zu süß. Zu süß ist das, okay. Das wäre jetzt nicht so mein. Das ist so fruchtig süß. Das ist auch nicht so. Süß, ja. Ja, genau. Okay, cool, dann wissen wir jetzt, wie das bei euch ankommt. Danke. Hallo, what's your name?
My name is Liz. Okay, hello. My name is Yasmin, and I would like to know which fragrance you use in your holiday here in Side or in Turkey. Well, usually during like summer, I don't know, summer seasons, yeah. I prefer to have more fresh and floral fruity, fragrance. Yeah. I prefer like Dolce & Gabbana L'Imperatrice. Yes, it's my this preferred. Is very floral it's, and fresh. It's very common, yes. Fragrance. And also from, I think it was, it's Victoria's Secret fragrance, and I think it was La Bombe or something like that, Sexy yes. Bombe. This yes, is also yes, one right. that I probably, yeah. Or also Versace Bright Crystal, something fresh. Oh yeah, this is also very nice. And yeah. What perfume you use when it's winter time? Well, my favorite one is Lanvin Éclat de Fraîche. Oh yeah, this is very unique. Yeah, it's more toned down. It has very light musk fragrance, yes. And it just stays like in your nostrils yes, for yes. a bit longer. Yeah, but and also it's very unique. It's not very common. Not many people use it, right? Yes, it's because usually people during winter use very tough and harsh yes, right. fragrances. But yeah, I again prefer more like yeah. floral, delicate fragrances. Yes, yes. And also the Cheruti 1881 yeah. is also one of my yes, favorite. Yes, I had it. Yeah, I had it in my last video, the autumn fragrances for autumn. Yeah, this yeah. is also very nice for autumn. It smells like creamy and soft and clean yes, for me. Yes, but sometimes on the summer when I want to, I don't know, feel the vibe of summer and do something different. Like this year I bought Alien. Yes. This one, it's a bit harsher, but yes. it's something that I just wanted to kickstart my yeah, holiday with. Yeah, very nice. But again, I end up with Victoria's Secret. Yeah, yeah, I know the problem. Okay, yeah. thank so you very much. Welcome. Yeah, nice. Okay, bye. You too, bye-bye. Wir hoffen, mein Bruder Kevin und ich, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns einen Daumen hoch da und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal. Bye!